Ich möchte mit Illustrator etwas mit 3D-Funktionen herum experimentieren. Ich zeichne mir einen Kreis, 60 mal 60 mm, daneben ein Rechteck, das diesen Kreis halb überdeckt und genau über der Mitte liegt. Färbe den mal orange oder rot ein. Was ich jetzt noch brauche, sind die Pathfinder-Paletten. Die würde ich finden unter Fenster Pathfinder. Die ist hier unten. Und was ich auch noch brauche, ist das Aussehen. Die ist hier oben, die ist bei mir schon rechts platziert. Ist sie verschwunden? So. Also, ich möchte aus dem Kreis ein 3D-Objekt machen. Zuerst muss ich den linken Teil, die linke Hälfte wegschneiden. Mache ich mit dem Formmodus im Pathfinder und habe jetzt im Prinzip einen halben Kreis. Jetzt kann ich die Anwendung mal austesten. 3D kreiseln. Wenn das nicht so aussieht, kann ich hier mehr Optionen aufschalten. Vorschau. Und jetzt kann ich beginnen, den 3D-Effekt zu bearbeiten. Zuerst hier. Woher kommt das Schlaglicht? Hier sichtbar. Lichtintensität desselben. Möglichst groß in diesem Fall. Umgebungslicht. Das ist Helligkeit der restlichen Figur. Spitzlichtintensität. Und ganz wichtig, unten Angleichungsstufen. Hier hat es so wie Abrisslinien. Je höher die Angleichungsstufen, desto mehr verschwinden die. Die werden dann nicht mehr sichtbar. So ist ganz einfach mal die Funktion von 3D-Kreiseln ganz einfach dargestellt.